Diesen speziellen Konzertabend werden wir beginnen mit einem Werk von John Cage, 433. Ein Stück, in diesem Fall in riesiger Orchesterbesetzung, aber ein Stück, in dem kein einziger Ton gespielt wird. Es ist ein Stück der Stille. John Cage hat selber gesagt, dass alles, was in diesen 4 Minuten 33 passiert, zu seiner Musik dazugehört. Natürlich, als er das damals komponierte, war das auch ein Stück, was natürlich mit diesem Element der Provokation ganz bewusst spielte. Und vielleicht gehörten dann auch zu den Klängen ein Türengeknalle dazu oder ein Lachen oder ein verschämtes Tuscheln. Heutzutage ist 433 ja schon, das schockt niemanden mehr, das ist ja schon ein Klassiker. Und trotzdem finde ich es eine ganz spannende Frage, in einem Sinfoniekonzert, an einem Konzertabend einmal zu erleben, was dieser Moment der Stille, so eine Schweigeminute oder 4,5 Schweigeminuten, was das eigentlich mit einem macht, wenn wir durch diesen Moment gemeinsam durchgehen. Und ich habe mir vorgestellt, was dann eigentlich als nächstes erklingen müsste. Und wir werden dann hineingehen in die Atmosphäre von Ligeti, also eine Musik, in der wir sozusagen die gewissermaßen die Stille im Weltraum erleben. John Cage wiederum hat gesagt, es gibt überhaupt gar keine absolute Stille, weil selbst wenn du dich einschließt in einem schallisolierten Raum, du hörst immer zumindest dein eigenes Herz schlagen. Und Ligeti schafft jetzt hier mit diesen Sphärenklängen uns in nochmal eine ganz andere Klangwelt zu entführen. Und wir haben irgendwie das Schillern des Kosmos um uns herum. Und für mich war dann ganz klar, danach muss Bach kommen. Und in welcher Form, war natürlich die Frage in einem solchen Sinfoniekonzert. Und ich habe Iveta Apkeyner angerufen und habe ihr gesagt, Iveta, das habe ich vor, wir müssen einen Bach machen. Und ich möchte, dass die Orgel, dass du da unbedingt dabei bist, dass in diesem Moment, wo wir die Stille und diesen Kosmos gespürt haben, durch die Musik von Bach kommt plötzlich jetzt Ordnung ins Universum. Die Orgel muss dabei sein, aber auch das ganze Orchester. Ich weiß noch nicht genau, was es wird, aber hast du Lust, wir machen irgendwie zusammen Bach. Und sie hat zum Glück sofort gesagt, ja, lass uns das machen. Also es wird original Bach-Musik sein, aber in einer Bearbeitung von Elgar, Apkeyner, Malwitz etc. Aber ich bin selber schon sehr, sehr gespannt auf dieses Erlebnis. Und dann werden wir nach der Pause sozusagen in ein Werk einsteigen, was viele Menschen wahrscheinlich durch den Filter hören, oh, das kennt doch jeder, nämlich Beethovens 5. Sinfonie. Aber wiederum, ich glaube, das passt in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut zusammen, da gerade in der 5. Sinfonie Beethoven einfach zeigt, was für ein Meister er war, aus dem kleinsten Baustein eine riesige Idee zu formen. Also eigentlich aus diesem Motiv von 4 Noten, eigentlich nur 2 Tönen, aus einem kleinen Samenkorn sozusagen wächst die größte aller Gattungen, nämlich eine Symphonie für großes Orchester. Und diese Art der Entstehung von Musik irgendwie beizuwohnen, ich glaube, das ist das, was man an diesem Konzertabend erleben kann.